Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich das einfach gefallen Let's Play zu Mario Maker begrüßen. Heute gucken wir uns mal die Level von diesen sogenannten offiziellen Baumeistern an. Ihr seht schon, hier gibt es ein paar Machiko und Bowser, Yamamura, Speierbord, Frosch, Radierer und vom Sittich. Wir fangen mit denen von Machiko an. Die hat hier ein paar schöne Level gemacht und wir machen mal sie allererstes Level, mein erster Level. Oh, und anscheinend haben das kaum Leute geschafft. Okay. Ich weiß gerade gar nicht. Ist das eine Mitarbeiterin von Nintendo oder so? Oder keine Ahnung, weil die sieht irgendwie so aus. Und blau und Baum und Hilfe. Okay. Machiko, dein erster Level ist scheiße, wenn ich das erstmal so in den Raum werfen darf. Alter, was ist das? Tut mir leid. Aber da musste ich mich eben auskotzen. Ich kann ja auch nicht irgendwie richtig zu reden, weil ich nicht genau verstehe, was ich überhaupt sehe und was es überhaupt sein soll für einen Glomp. Ja, dein erster Level ist wirklich mächtig scheiße. Also Respekt, also so einen behinderten Kack schafft nicht jeder als erstes Level. Also, du hast auf jeden Fall schon meinen vollsten Disrespekt dafür. Verachtung. Und sowieso alles, was negativ gegen den Menschen aufgefasst werden kann. Ja, das ist scheiße. Wir haben einfach nur Ranz. Einfach nur richtig schöne Scheiße aus dem Arsch gezogen. Das ist das Level hier. Ist hier vielleicht irgendwas drin, was man benutzen könnte? Oh, wow, ein One-Up. Toll. Alter, wie willst du da durch? Was ist da? Nee, das... Pff, ich glaube nicht, dass ich mir das Level lang angucken werde. Nein. Nein, macht keinen Spaß. Nein. So, weißt du was? Von dir gucken wir jetzt heute gar kein Level mehr an. Nein. Hunde machen wahrscheinlich bessere Level als du. Doghouse. Alles klar. Wuff. Das Level wird wahrscheinlich besser sein, weil es ist von dem Hund. Hunde sind toll. Wuff. Und so. So. Hübsch. Sehr hübsch. Geil. Da sind wir das Duckhunt-Duo. Geil. Ja, so kommen wir raus. Okay, ich muss eben überlegen, wie wir hier rauskommen. Wuff, 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 wuff. Ein fliegender One-Up-Pilz, cool. Rennen wir durch die Wiese. Das ist echt cool gemacht, irgendwie dieses Level. Ich mag das voll. Ah, das ist ein Knochen. Cool. Das sind Hydranten. Geil. Geiles Level. Geiles Level. Okay, wir brauchen irgendwas, um da runterzukommen. Weiß nicht was. Müssen wir irgendwo rein? Müssen wir hier in die Hydranten rein? Oder in die... Ja, nicht sind sehr röhren, ne? Aber... Können wir... Okay, geht nicht. Ich habe gedacht, vielleicht können wir von unten irgendwie, aber das ergibt ja auch wenig Sinn. Hem. Hem. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, da müssen wir wohl irgendwas suchen. Wie wir weiterkommen. Hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Hier ist dieser Knochen. Hä? Und das wäre der Anfang. Hier kommen wir nicht weiter. Hier habe ich schon eine durchprobiert. Hier geht's nicht rein. Da auch nicht. Da auch nicht, okay. Hier kommen nur Münzen raus. Ununterbrochen. Kommt hier vielleicht noch irgendwas raus? Ah, P-Switch. P-Switch. Bleib hier. P-Switch. Mann.
Sehr gut. Okay. Es war ein P-Switch, den wir brauchten. Aber er kam ja dann. Hier ist eine Ranke. Genau, war vorhersehbar. Das ist eine Katze! Mit einem interessanten Loch hinten dran. Kann man in diesem Level überhaupt sterben? Oh ja, da. Lol, da sterben Gumbas. Die armen Gumbas. Okay, hier können wir durch mit 2 Milliarden Münzen, aber sonst gibt es ja auch nichts mehr. War nicht so spektakulär. Dann... Okay, das hätten wir eventuell auch springen. Das wäre ganz gut, wenn wir da springen würden. Patrick, das wäre eventuell von Vorteil tatsächlich. Wir können uns auch da oben hinhängen. Das wäre eventuell auch von Vorteil. Es gibt eigentlich sehr einfache Wege, dieses Level zu lösen, aber irgendwie... Okay, nee. Dann hängen wir uns direkt am Anfang hin. Geht das? Ist das möglich? Ja, ist halt ein bisschen nervig, ne? Dann hier. Ich muss. Wir könnten auch eventuell da so, doch, ne? Ging eventuell ein bisschen schneller. Sind wir schon drüber? Ne, noch nicht ganz. Jetzt aber. So. Ist hier unten noch was? Nee. Oh, ein P-Switch. Brauchen wir den? Achso, jetzt kommen wir hier. Hä? Und was bringt das? Ach so, wir sind jetzt eine Ebene weiter unten. Okay, fuck. Ich war mir gerade irgendwie unschlüssig. Ich bräuchte nochmal einen P-Switch, bitte. Dankeschön. War zu langsam und so. Weil ich war zuerst verwirrt, was wir diesen P-Switch brauchen. Aber dann wurde es mir doch klar. Okay. Bis hierher eigentlich ganz okay. Cool. Yay, hi. Wuff. Das war ein gutes Level, nicht so wie das von Machiko. Machiko ist eine blöde Fotze, die keine guten Level bauen kann. Aber das war nur ein Level von der... Ja, und das eine Level war scheiße. Daher möchte ich die anderen gar nicht erst sehen. Ich bin gemein, ich weiß. Das war ein cooles Level. Ich glaube, vieles an dieser einen Stelle im Leben wird bei... Im Leben wie beim Levelbau kommt man mit Hartnäckigkeit zum Ziel. Ja, stimmt wohl. Was hat denn der liebe Bowser gebaut? Oh Gott, 0,62% Abschlussrate. Das wird doch schon wieder Krätze sein, oder? Das ist bestimmt schon wieder Krätze. Ich sehe es doch schon kommen. So. Ja. Was habe ich gerade mit Krätze gesagt? Ich will ja nicht sagen, dass ich recht hatte, aber... Ja, und jetzt? Ja, was soll ich jetzt hier machen? Muss ich da etwa hoch? Hä? Alles klar, ich muss da hoch. Na gut. Ja gut, ne? Das war bad. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich denke, ich hoffe, ich meine, ich vermute. Okay. Na, und da ist der Nepples. Alles klar. Alles klar. Okay. Jetzt. Fuck. Ein P-Switch. Boah, fuck. Alter. Okay. Das ist hart. Wie ist es mit Hartnäckigkeit? Kommst du immer zum Ziel im Level wie im Leben? Fuck. Okay. Da könnten wir eine Weile dran sitzen. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, ob ich das machen werde. Das geht noch. Das geht noch voll in Ordnung. Jetzt. Okay, wir verlieren das wahrscheinlich immer. So, schnell! Und dann? Der andere kommt ja irgendwie nicht runter. Okay, das ist halt echt easy irgendwie. Das ist nicht schwer. Ich frage mich, ob wir bei dem einen auch irgendwie unseren Ding bergen können, unseren Pilz.
Können wir. Da, das war bad. Bin richtig gesprungen. Aber ich möchte es für eine Weile ausprobieren. Das Level sieht nämlich interessant aus irgendwie. Sehr gut, Mario. Das klappt jetzt wie am Schnürchen auf jeden Fall. Okay. Na, fuck. Ich hab A gedrückt, Leute. Ich hab halt A gedrückt, aber es juckt ihn halt einfach wieder mal null. Ist toll. Das war jetzt zu schnell. Es war schlecht und ergreifend zu schnell. Das war interessant. Das war auch interessant. Das war... Warum... Nein, ich wollte das Level nicht beenden. Warum packe ich das jetzt nicht mehr? Gerade eben war es doch kein Problem. What's the matter right now? What's the matter right now? Entschuldigung. Alter Patrick, was ist denn jetzt los? Sudia, please. Please. Nein, ich möchte nicht. Alter, das fuckt gerade so ab. Ja, ist okay. Ja, darf ich jetzt dann vielleicht trotzdem neu starten oder darf ich das auch nicht? Wenn ich keine Kommentare schreiben darf. Was ist jetzt los? Dankeschön. Und dann kommt der. Ich glaube, das lasse ich bleiben. Ich glaube nicht wirklich, dass ich das schaffen kann. Das ist ja krass. Aber du hast gerade noch einen Spruch bekommen mit Hartnäckigkeit, kommt mal zum Ziel. Ja. Aber ich möchte auch nicht alle Stunde für ein Level aufnehmen. Dafür ist mir dann meine Zeit doch ein bisschen zu schade. Ja, komm. Ist eigentlich ein gutes Level, gutes Konzept, aber ich pack's nicht. Ich pack's nicht, Bowser. Ja, was danach noch kommt. Und die Sache ist halt auch die, all diese Level, die wir da sind, bräuchten halt echt einfach Checkpoint. Gurr! Ein eigenständiger Level. Gurr, machen wir doch das mal. Gurr, 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 gurr. Ach ja, die Taubengang. Die gute alte Taubengang. Sehr viel eigenständig sehe ich ja nicht. Und ich habe gedacht, das wäre ein Automatik-Level oder sowas. Das ist es aber nicht. Das ist kein Automatik-Level, mein Freund. Bop, bop, bop. Super aggressiv. Sehr aggressives Koopa, Leute. Sehr aggressiv. Jetzt bitte. Sehe ich auch noch. Was ist da eigentlich so drin? Was ist da drin? Gib. Okay. Nichts Besonderes, Leute. Nichts Besonderes. Hey, Buhu. Hey, Buhu. Ist da noch irgendwas drin? Ne? What up? Pits. Wow. Nein. Was war das? Irgendwie fail ich. Ich habe noch kein Level geschafft. Doch, das Hundelevel. Wuff. Wuff! Gib her. Das war zu weit. Warum bin ich zu weit gesprungen? Ja, das weiß doch niemand hier. Das fragen wir uns alle schon lange. Sieht eigentlich ganz nett aus, das Level. Nichts Besonderes, nichts Krasses, aber dennoch interessant, würde ich mal behaupten. Ja, war definitiv mit dem Adjektiv interessant zu beschreiben. Ja, interessant, so würde ich es nennen, ja. So nicht anders.
Das erste Level, was wir heute geschafft haben, das zweite. Der hat noch drei andere, aber jetzt gucken wir, was der Speicherbot so gebaut hat. Did somebody call a plumber? Oh mein Gott, Mario ist ja ein Kleppner, wie gut! Was war das hier? Ich bin gespannt. Müssen wir jetzt echt die Abflussrohre hier reinigen, oder? Wir gehen mal in die nächste Tür und gucken, was passiert. Türen! Hype. Yeah, Luigi time! Yeah, ich bin Luigi, hallo! Ich bin Mario! Ich will mit Luigi spielen. Dankeschön. Da kann ich nicht mehr. Ja, dann spielen wir mit Mario, wenn es sein muss. Von mir aus, wie ihr meint. Oh Gott, sind das hier die Rohre, die wir jetzt irgendwie sauber machen müssen? Bin etwas verwirrt. Was müssen wir tun? Was soll dieses Level hier darstellen? Oh! Oh, Leute. Mario, wie heißt was denn das hier? Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich dir was aufmachen lassen? Ich versuche mal, dir was aufmachen zu lassen. Okay. Ich habe das leider auch schon bei irgendjemandem gesehen, aber ich weiß nicht mehr bei wem. War es Domtendo? Ich meine, es war Domtendo. Ich glaube, es war Domtendo. Ich weiß aber nicht mehr. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier gerade tun. Ich weiß zumindest nicht, was wir tun. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas. Ein Checkpoint, Leute. Checkpoints sind gut. Das heißt, erstens, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und zweitens, ist es ein Checkpoint. Okay, ich werde, da müssen wir nachher wieder einen Koopa hinschicken. Ja, hier muss auf jeden Fall ein Koopa rein. Und das sieht schon sehr so aus. Wo ist denn unser Koopa-Freund? Koopa-Freund? Da! Hey, Koopa-Freund! Hilf uns! Okay, was ist hier? Nichts. Dann macht er das hier auf. Wop, da ist doch einer. Koopa-Freund 2.0. Koopa-Freund 3.0. Koopa-Freund 4.0! Tschüss. Hallo? Ach nein. Das war schlecht. Das war... Gameplay vom Level minus 3000 oder so. Mario, please. Was ist eigentlich hier? Haben wir hier auch hin? Ist hier was? Hier ist nichts. Toll. Immer wieder toll, wenn man nichts, wenn hier nichts ist. Koopa-Freund. Koopa-Freund. Hallo, Koopa-Freund. Danke für deine Hilfe. Ich hab dich lieb. So. Besten Dank for your help. Geh weg. Bitte. Hier kann man nicht so hoch. Genau, das ist ganz easy. Blind Jump. Ich mag keinen Blind Jump. Ich möchte erst eben. Ich werde erst einen Pilz. Das sieht sowas von nach Pilz aus. Und Leute, das hier ist. Das hier ist Level 1.2 nachempfunden. Cool. Fucking Suizid-Gegner. Interessant. Na Mann. Wir können hier Mario werden. Luigi? Wer ist das? Nein! Und? Oh, ich bin Peach! Du Schuft Bowser! Heute entführst du mich nicht! Heute zeige ich dir mal, wer hier die Hosen anhat! Heute werde ich dich besiegen! Heute werde ich triumphieren! Oder doch wieder Mario. Es war Mario. Peach, den Weg hast du gut gemacht, aber das Ziel hat dann doch dein schnurrbärtiger Freund erledigt. Warum ich jetzt trinke, obwohl die Folge gleich vorbei ist? Because I can. Ja, dann würde ich aber sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Link zur ersten Folge, zu Playlist des Projektes und allen Social Media Links unten in der Beschreibung. Ich sage von meiner Seite aus tschüss, wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was ist noch zu sagen? Also tschüss, silly.